Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier einen Teil meiner Arbeit vorzustellen. Vielen Dank für die Überleitung. Dem habe ich gar nicht viel zuzufügen. Genau, heute soll es um die Auswirkungen des Alt- und Totholzkonzeptes auf Fledermäuse gehen und um die Bedeutung des Alt- und Totholzkonzeptes. Und in diesem Rahmen möchte ich eine Studie vorstellen, die mittels fernerkundlich abgeleiteter Waldstrukturdaten dieses Konzept evaluiert. Ich möchte beginnen, das Alt- und Totholzkonzept nochmal in Kürze vorzustellen. Dann möchte ich Ihnen allgemein etwas zu der Bedeutung des Alt- und Totholzkonzeptes für Fledermäuse mitgeben. Dann möchte ich Ihnen die Fallstudie vorstellen, in der wir eben die AOT-Umsetzung auf Fledermaushabitate evaluiert haben. Und zuletzt möchte ich Ihnen noch neuere Informationen aus dem Projekt, in dem ich aktuell beschäftigt bin, mitgeben. Da geht es nämlich um die sich wandelnden Waldhabitate im Wald und einen Ausblick darauf, wie sich Fledermaushabitate auch verändern mit den Störungen und mit dem Klimawandel. Ja, das Alt- und Totholzkonzept soll das Vorkommen von Alt- und Totholz und davon abhängigen Arten in der Waldfläche sichern. Und deswegen ist es seit 2010 im gesamten Staatswald verbindlich umgesetzt. Damit ist es wirklich das integrative Naturschutzelement und ist ein vorsorgendes Konzept. Es soll nämlich Rechtssicherheit schaffen im Hinblick auf die Erfüllung des Arten- und FFH-Gebietsschutzes. Ganz ausschlaggebend für die Gestaltung des Alt- und Totholzkonzeptes waren auch Fledermäuse als wichtige Indikatorenarten, nämlich für alte und strukturreiche Wälder. Jetzt möchte ich kurz die verschiedenen Schutzelemente vorstellen. Zum einen werden nämlich unter dem Alt- und Totholzkonzept bekannte Höhlenbäume und Horstbäume von besonders gefährdeten Arten geschützt. Das ist aber nicht das Einzige. Des Weiteren sollen bis zu 15 weitere Bäume pro 2 bis 3 Hektar unter Schutz gestellt werden. Diese können dann zum Beispiel in so einen bekannten Höhlen- und Horstbaum umgeben und eben langfristig die strukturelle Vielfalt und den Totholzanteil erhöhen. Und diese Bäume werden vor allem anhand eines Katalogs von Mikrohabitaten ausgewählt. Mikrohabitate sind Sonderstrukturen an Bäumen, wie zum Beispiel Spechthöhlen oder auch Fäulnishöhlen. Genau, und die sind eben für diese Auswahl dieser weiteren Bäume ganz ausschlaggebend. Und zuletzt wurde eine Studie von Josef Großmann publiziert. Und wenn man die Zahlen nimmt, der hat nämlich Habitatbaumgruppen untersucht, dann entspricht die Größe von diesen Habitatbaumgruppen ungefähr einem Flächenanteil im Staatswald von 2%. Des Weiteren kommen Waldrefugien als Schutzelement hinzu. Das sind dann größere Waldbestände von 1 bis 3 Hektar. Und mit diesen machen alle Schutzelemente im Staatswald dann circa 5% der Staatswaldfläche aus. Und diese Bäume werden dann eben nicht entnommen und sind dann dauerhaft geschützt. Genau, doch jetzt möchte ich zu den Fledermäusen überleiten. Fledermäuse sind wirklich ganz wichtiger Bestandteil der heimischen Tierwelt. Von den 110 Säugetierarten, die wir hier in Deutschland haben, sind dann 25 Arten Fledermäuse. Also es ist ein ganz großer Teil. Und trotzdem kriegen wir oft wenig von ihnen mit. Das liegt einfach an deren heimlicher Lebensweise. Sie sind nachtaktiv und orientieren sich dann in der Dunkelheit mit Ultraschallrufen, also mit Rufen, die wir Menschen gar nicht hören können. Alle Arten sind geschützt und manche sind sogar besonders geschützt und in kurz, deren Populationen brauchen einfach besonderen Schutz und manchmal sogar Maßnahmen, um diese langfristig zu erhalten. Genau, alle Fledermausarten, die wir haben, die sind insektenfressend. Genau, also alle, die wir hier in Deutschland haben und sie sind auf besonders hohe Insektendichten angewiesen. Was ich vergessen habe zu sagen, auch insgesamt 6 Fledermausarten wurden ausgewählt als Waldzielarten, da sie einfach ganz besondere Lebensraumansprüche an den Wald stellen. Die sehen dann aber im Detail sehr verschieden aus, so verschieden, wie wir hier auch sehen, wie die Fledermäuse selbst aussehen. Waldzielarten, hier sind zum Beispiel das große Mausohr oder der Abendsegler oder auch die Mopsfledermaus, die besonders viel unter Rindenschuppen zu finden ist tagsüber. Genau, also Fledermäuse haben ganz verschiedene Lebensraumansprüche auch in Bezug auf den Wald. Ja, jetzt möchte ich kurz umfassen,
welche Bedeutung das AOT für Fledermäuse hat. Und zwar soll das AOT langfristig Alt- und Totholz im höheren Maße zur Verfügung stellen in der Fläche. Und damit soll vor allem die Quartiersfunktion für Fledermäuse unterstützt werden und gefördert werden. Also Fledermäuse sind eben auf besondere Quartierstypen angewiesen. Das sind folgende Mikrohabitate hier, die eben in Bäumen zu finden sind. Das sind zum Beispiel Spechtlöcher, Astabbrüche, die auch Löcher verursachen. Größere Höhlen natürlich, aber auch abstehende Rinde oder Risse im Stamm. Und was wir jetzt bereits sehen konnten in dieser Studie von Josef Großmann, ist, dass 10 Jahre nach der AOT-Etablierung oder Umsetzung in den die Mikrohabitatanzahl in den Habitatbaumgruppen schon signifikant erhöht war. Und auch, dass die Vielfalt dieser Mikrohabitate in diesen Habitatbaumgruppen gestiegen war im Vergleich zu Referenzbaumgruppen. Und die Frage, die natürlich da ist, ist, ob jetzt diese Mikrohabitate den Fledermäusen ausreichen. Und hier möchte ich auf Zahlen verweisen von Meschede und Heller. Die haben nämlich eine Höhlenbaumdichte von bis zu 10 Habitatbaum pro Hektar empfohlen, welches dann 25 bis 30 Baumhöhlen zur Verfügung stellen soll, die eben Fledermaus geeignet sind oder potenziell von denen genutzt werden können. Und wenn man sich das jetzt anschaut im Vergleich, dann liegen natürlich diese Werte doch ungefähr doppelt so hoch wie die aktuellen Schutzwerte unter dem AOT. Und um jetzt einen kleinen Einblick zu geben, wie es denn momentan auf den Flächen im Schwarzwald aussieht, möchte ich Ihnen Daten präsentieren, die aufgenommen wurden von meiner Kollegin Andrea Spinou an der Universität Freiburg. Sie hat nämlich auf 135 1 Hektar großen Flächen Mikrohabitate kartiert. Es war keine komplette Erfassung, aber sie hat auf den größten 15 lebenden und bis zu 15 toten Bäumen pro Hektar eben Mikrohabitate aufgenommen. Und hier sehen Sie die Ergebnisse. Und zwar dargestellt sind eben nur die Quartierstypen oder die Mikrohabitattypen, die für Fledermäuse eben relevant sind. Und aufgeschlüsselt habe ich die Daten einmal nach sozusagen Staatswaldflächen, die das AOT nutzen. Das sind diese grauen Flächen. Dann nochmal Waldflächen, die nochmal besonders geschützt sind, zum Beispiel unter der FFH-Richtlinie oder auch als Vogelschutzgebiet. Und in dunkelblau sehen Sie solche Flächen, die in Bannwäldern lagen oder in Naturschutzgebieten. Und wenn wir jetzt die Fledermaus-Habitatbäume betrachten, so sehen wir, dass die Verfügbarkeit von diesen Habitatbäumen doch im Schnitt circa bei 4 bis 5 Habitatbäumen pro Hektar lag mit dieser Kartiermethode und in Bannwäldern da eine erhöhte Verfügbarkeit von diesen Habitatbäumen da war. Allerdings erreichen diese Werte alle nicht sozusagen diese Zielvorgaben von Meschede und Heller. Das ist dieser Referenzwert, den ich hier einmal eingetragen habe. Genau, bei der Anzahl an Mikrohabitaten sieht es dann etwas anders aus. Hier erreicht der Bannwald sozusagen die Zielvorgaben nach dieser Publikation. Wir sehen aber auch, dass die anderen beiden Waldtypen doch unter diesen Zielvorgaben liegen und eben im Schnitt so 12 oder 15 Mikrohabitate, die potenziell geeignet sind, aufweisen, aber dann doch nicht die 25 bis 30. Hier sieht man aufgeschlüsselt, welche Mikrohabitattypen auf diesen Flächen vorhanden und kartiert wurden. Und hier sieht man eben, dass das ganz viele Spechthöhlen waren und deutlich weniger oft zum Beispiel Asthöhlen. Also Spechte kreieren wirklich ganz wichtige Habitatstrukturen für Fledermäuse und sind eben die wir am häufigsten dann auch in den Waldflächen sehen können. Und alle anderen Mikrohabitattypen waren deutlich weniger häufig kartiert worden und stehen deswegen auch weniger häufig dann zur Verfügung. Genau, viel Wissenschaft gibt es mittlerweile auch in Bezug zu der optimalen Auswahl von den Habitatbäumen, also wie man sozusagen diese Mikrohabitattypen durch die Auswahl der Habitatbäume maximiert. Und Andrea Spinou konnte zeigen, dass besonders tote Weißtannen, aber auch Weichhölzer eben eine hohe Bedeutung haben für die Verfügbarstellung von Mikrohabitaten, aber auch der Vielfalt von den Mikrohabitaten. Und deswegen sind natürlich diese Auswahlkriterien ganz wichtig. Dann möchte ich auch noch sagen, dass eine frühe Förderung von ökologischen Anwärterbäumen, die dann eben Mikrohabitatbäume
werden, beziehungsweise Habitatbäume. Das ist ganz wichtig, weil die dann oft schon bei den verschiedenen Durchforstungen ausselektiert werden. Und wenn wir nun anfangen, eben ganz früh diese ökologischen Anwärterbäume im Bestand zu belassen, dann werden wir auch in Zukunft noch viel mehr Strukturvielfalt erreichen bei den einzelnen Habitatbäumen. Jetzt möchte ich noch auf eine Studie aufmerksam machen von Markus Dietz. In dieser werden bestehende Schutzinstrumente kritisiert, nämlich als nicht zureichend für Waldfledermaus-Zielarten, eben mit besonders hohen Ansprüchen. Das ist zum Beispiel die Bechsteinfledermaus zu nennen. Und er stellt heraus, dass es eben auch ganz wichtig ist, einen Umgebungsschutz für wichtige Quartierbäume zu gewährleisten. Das heißt nämlich, wenn starke Auflichtungsmaßnahmen in der Umgebung von diesen Quartierbäumen stattfinden, können die auch eben zu einem faktischen Quartierverlust führen, weil die Fledermäuse sich dann nicht mehr sicher in diesen fühlen. Genau, deswegen argumentiert er, dass es eben doch ganz wichtig ist, die Fortpflanzungsstätten von diesen besonderen Arten zu kennen und eben auch deren Umgebung direkt zu schützen. Die Quartiersfunktion ist eben ganz wichtig und ausschlaggebend für Fledermäuse, aber das Alt- und Totholz-Konzept wird auch auf andere Weise eben Fledermäuse beeinflussen, und zwar vor allem hier über die Strukturierung des Jagdhabitats. Wir sehen hier, dass das Alt- und Totholz sich eben auch auf die vertikale und horizontale Waldstruktur auswirken wird, ebenso wie langfristig auf die Baumartenzusammensetzung. Und alles sind wichtige Parameter sozusagen für die Jagdhabitatsfunktion. Die Jagdhabitatfunktion wird vor allem ausgemacht durch die Offenheit des Luftraumes. Hier sehen Sie, dass Fledermäuse ganz verschiedene Ansprüche haben an eben auch den Luftraum. Die Bechsteinfledermaus, eine Waldzielart, die jagt hier im Bereich der Kronen immer ganz nah an der Vegetation, manchmal auch am Boden. Aber es gibt auch andere Fledermausarten, die eben vor allem hier im halboffenen Bereich fliegen oder im offenen Bereich. Und je nachdem fällt eben die Veränderung ganz verschieden aus für die verschiedenen Arten. Und die Waldstruktur beeinflusst natürlich auch die Insektenverfügbarkeit. Und um es noch komplizierter zu machen, gibt es Interaktionen. So wird zum Beispiel auch die vertikale und horizontale Waldstruktur die Quartiersfunktion beeinflussen. Das Mikroklima in diesen Höhlen wird sich verändern. Und das sind alles Auswirkungen, die noch wesentlich schlechter verstanden sind und wo große Wissenslücken existieren. Doch jetzt möchte ich überleiten zu der Studie. In dieser haben wir nicht getrennt verschiedene Lebensraumfunktionen untersucht für Fledermäusen, sondern wir haben eine recht grobe Brille aufgesetzt und haben einfach nur geschaut, okay, wo sind die Fledermäuse und wo sind Fledermaushabitate? Und die Studie ist möglich geworden durch die Zusammenarbeit des Universitätsprojekts Conphobi. In diesem untersuchen wir zusammen die Auswirkungen des Alt- und Totholzkonzeptes, aber auf verschiedenste Taxa. Und aber auch den Ergebnissen aus dem MobiTool-Projekt der FVA. Genau, dieses Projekt stellt nämlich biodiversitätsrelevante Waldstrukturdaten her. Und diese konnte ich eben so nutzen. Oder die konnten wir nutzen. Und nachzulesen sind die Ergebnisse in der Studie, die hier oben zu sehen ist. Sie ist publiziert in Forest Ecology and Management. Im Rahmen dieser Studie haben wir uns folgende Fragen gefragt. Und zwar wollten wir wissen, welche Strukturelemente, die eben aus fernerkundlichen Daten abgeleitet wurden, besonders wertgebend für Fledermaushabitate in Wäldern sind. Als zweites haben wir uns gefragt, auf welchen räumlichen Ebenen diese verschiedenen Waldstrukturen denn die Habitatwahl von Fledermäusen beeinflussen. Dann haben wir uns gefragt, welche Mengen von diesen Strukturelementen denn erforderlich sind, um geeignete Lebensräume zu schaffen. Und zuletzt die konkrete Frage, ob die Anwendung des Alt- und Totholzkonzeptes denn die Eignung der Wälder für Fledermäuse verbessert. Genau. Die Daten wurden aufgenommen im Rahmen des Conphobi-Projektes, das aus 135 Flächen im südlichen und Mittelschwarzwald besteht. Und hier haben wir akustische Mittel genutzt, um Fledermäuse nachzuweisen, und haben eben Fledermaus-Fundpunkte verwendet für die Modellierung.
Hier haben wir weitere Umweltdaten auch benutzt und haben das mit dem Maxint-Modell, also einem Habitateignungsmodell, ausgewertet, die Verbindung. Und die Daten entsprechen alle so also ungefähr dem Zeitraum 2014 bis 2017, sprich eben die ausgewertete Habitateignung gilt für diesen Zeitraum. Hier sehen Sie die verschiedenen Artgruppen, die wir ausgewertet haben. Und zwar sehen Sie hier, dass wir Artgruppen der verschiedenen Luftraumtypen genutzt haben, um wirklich ein umfangreiches Bild zu bekommen. Und es sind Artgruppen, weil manche Arten einfach schwer voneinander akustisch zu trennen sind. Und so haben wir zum Beispiel die Breitflügelfledermäuse als Gruppe. Und in denen sind aber gruppiert die Breitflügelfledermaus und die Nordfledermaus. Genau, das sind die Waldstrukturdaten, die wir über das MOBI-Tools-Projekt nutzen konnten. Hier waren wir interessiert an den Auswirkungen der Waldhöhe, der Waldhöhenheterogenität, dem stehenden Totholz, aber auch dem Anteil an den verfügbaren Waldlücken und dem offenen Wald in der Landschaft. Und zudem haben wir wichtige biogeografische Faktoren, die für die Verbreitung von Fledermäuse eben auch wichtig sind, ausgewertet. Die sehen Sie hier. Ja, für die Bearbeitung der Fragestellung haben wir einen multiskaligen Ansatz verwendet. Hier haben wir nämlich die Geodaten aufbereitet für verschiedene Radien, um dann zu testen, wie weit diese dann einen Einfluss haben auf die Fledermaushabitate. Und jetzt möchte ich auch schon überleiten zu den Ergebnissen. Hier sehen Sie aus den verschiedenen Fledermaus-Artgruppenmodellen die wichtigsten Waldstrukturvariablen. Und hier ist zu nennen, dass wirklich die Waldhöhenheterogenität, aber auch der Anteil an stehendem Totholz in der Landschaft wirklich die wichtigsten Parameter waren, die wichtigsten Waldstrukturen. Genau, wirklich artübergreifend. Und was wir auch gesehen haben, ist, wenn wir den Radius auswerten, der eben durchschnittlich von diesen Arten gewählt wurde, dann sind das sehr kleine Radien. Das heißt, dass diese Waldstrukturen dann eben auch wirklich lokal vorhanden sein müssen. Hier sehen wir die Beziehungen zwischen den verschiedenen Waldstrukturen und der Habitateignung für die verschiedenen Fledermausarten. Und was wir hier zum Beispiel sehen, dass das mit steigender Waldhöhe die Habitateignung für zwei Fledermausarten steigt. Und die Waldhöhe gerade in bewirtschafteten Wäldern ist eben auch ein Proxy für das Waldalter. Und so ist diese Beziehung dann wahrscheinlich auch zu interpretieren. Des Weiteren sehen wir, dass viele Arten des halboffenen Luftraums, aber auch des offenen Luftraums sehr positiv auf eine steigende Waldhöhenheterogenität reagiert haben. Und wir sehen, dass Arten des geschlossenen Luftraums, hier in Rot dargestellt, eben stark profitieren von hohen Holzvorratvolumina. Genau, weniger wichtig in den Modellen war eben die Variable offener Wald oder auch Waldlücken. Die sind einfach auch noch sehr wenig vorhanden in der Matrix des Schwarzwaldes. Und hier unten sehen wir noch die Kurven für das stehende Totholz. Und was wir sehen können, ist, dass die Habitateignung für die meisten Arten hier bis zu 1% Totholz in der Landschaft steigt. Für viele Arten steigt die Habitateignung dann weiter, aber es gibt auch einige Arten, wo dann sehr hohe stehende Totholzanteile auch zu negativen Habitateignungskurven geführt haben. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, sind Durchschnittswerte, die wir extrahiert haben aus Waldbeständen, und zwar mit Habitatbaumgruppen in Schwarz und ohne Habitatbaumgruppen in Schwarz und mit Habitatbaumgruppen in Grün. Und was wir hier bemerken, ist, dass da ein ordentlicher Versatz ist, nämlich bei der Waldhöhe, bei der Waldhöhenheterogenität, aber auch beim Holzvorrat. Das heißt, wir haben da wirklich höhere Werte für diese Umsetzung von dem AOT auch schon. Weniger bemerkbar war dieser Versatz oder dieser Unterschied allerdings beim offenen Wald zum Beispiel oder auch beim stehenden Totholz. Und wie Sie sich denken können, macht sich dieser Unterschied auch bemerkbar in der Habitateignung von Wäldern, die eben gemanagt werden mit AOT beziehungsweise zu dem Zeitpunkt dann ohne AOT, also die hatten dann eben noch keine Habitatbaumgruppen. Und hier in links oder in dunkelgrün sehen Sie jeweils die Habitateignung für Waldflächen mit umgesetzten AOT und in grau ohne. Und über die verschiedenen Artgruppen können wir jetzt ganz gut sehen, dass eben doch die Habitateignung für die meisten Arten ein Stückchen erhöht war in
Wäldern mit AUT-Umsetzung. Jetzt möchte ich kurz den Zwischenstand festhalten. Zum einen haben wir jetzt gesehen, dass fernerkundlich abgeleitete Waldstrukturdaten wesentlich zur Erklärung der Habitatselektion von Fledermäusen beitragen und dafür genutzt werden können, diese auszuwerten. Wir konnten auch sehen, dass Fledermäuse lokal reagieren auf die Verfügbarkeit von diesen Waldstrukturen. Wir konnten sehen, dass die Habitateignung gruppenübergreifend höher war an Waldbeständen mit umgesetzten AOT-Maßnahmen. Und ursächlich dafür war eben vor allem die höhere Waldhöhe, aber auch Waldhöhenheterogenität und der gestiegene Holzvorrat in diesen Wäldern. Nicht jedoch ein erhöhtes Vorkommen von stehendem Totholz oder offenen Waldstrukturen. Und jetzt möchte ich noch mal kurz herausstellen, dass die Auswirkungen des AOTs natürlich in dieser Studie nur sehr kurzfristige Auswirkungen waren und auch nur diese untersuchbar sind, gegeben des kurzen Zeitraumes, und dass da eben ein großer Nutzen ist von langfristigen Monitoring-Daten. Und deswegen ist eben auch dieses Monitoring-Programm, was jetzt startet, später so wichtig, um dann längerfristig solche Auswirkungen zu dokumentieren und zu beobachten. Jetzt möchte ich noch überleiten, und zwar zu den Resultaten des Projektes Biodiversität und Waldstrukturen im Klimawandel, BIWAK. Wie schon gesagt, ist ein Kooperationsprojekt und es beschäftigt sich mit den Veränderungen, mit der Veränderung der Waldstruktur. Und hier vorstellen möchte ich erstmal diese, die jetzt im neueren Zeitraum passiert sind, nämlich von 2018 bis 2021, jetzt im Vergleich zu der Waldstruktur, wie sie noch 2014 bis 2017 ungefähr war. Und da möchte ich Ihnen eben auch die Auswirkungen für Artgruppen und hier natürlich insbesondere Fledermäuse zeigen. Genau, in diesem Zeitraum hatten wir jetzt in dem aktuellen, haben wir viele Waldverluste zu verzeichnen. Waldverluste haben wir definiert als eine Reduzierung der Baumhöhe von 50% auf einer Mindestfläche. Und wir sehen, dass hier, wenn man ganz Baden-Württemberg betrachtet, doch die meisten Verlustflächen hier eben doch im südlichen und östlichen Schwarzwald vorkamen. Hier gab es bis zu 25% der Fläche, die dann eben von dieser starken Baumhöhenreduktion betroffen war. Und wir haben jetzt weiter uns gefragt, welche Veränderungen es gab hinsichtlich der Waldhöhenheterogenität, des Holzvorrates, dem stehenden Totholz, aber auch der offenen Wälder. Und diese Daten möchte ich Ihnen jetzt noch kurz zeigen. Und zwar sehen Sie hier in diesem Diagramm dargestellt Waldflächen mit einer starken, positiven sowie negativen Waldhöhenveränderung. Und man sieht hier, dass die positiven Waldhöhenveränderungen, also hier eine steigende Heterogenität, eben den überwiegenden Teil der Fläche dann ausmachte. Und diese waren vor allem besonders stark eben im Nadelwald. Hier sehen Sie noch eine Abbildung für den Anteil mit stehendem Totholz. Und im ersten Zeitraum hatten wir hier bis zu 4% stehendes Totholz auf der gesamten Waldfläche. Im aktuelleren Zeitraum 2018 bis 2021 war dieser Anteil aber leicht reduziert. Wir sehen auch hier, dass das meiste stehende Totholz eben im Nadelwald angefallen ist. Und was eigentlich das vielleicht Interessanteste ist dabei, ist, dass es nur einen kleinen Anteil der Fläche gibt, auf dem über beide Perioden hinweg stehendes Totholz kartiert wurde, fernerkundlich. Und das heißt eben, dass auch dieses stehende Totholz nur sehr kurz diese ökologische Funktion hier ausüben kann. Hier sehen Sie noch, was sich hinsichtlich oder was sich, wie sich die Offenheit der Wälder verändert hat, wie auch, wie sich der Holzvorrat verändert hat. Das sind jetzt Stichprobenpunkte gezogen aus den Wäldern. In hell hinterlegt sind die Daten für den ersten Zeitraum, in dunkel lila für den zweiten Zeitraum. Und wir sehen hier doch deutlich, dass es einen Zugewinn an offenen Waldflächen gab, wie auch aber gleichzeitig eine Reduktion des Holzvorrates, vor allem in diesem Bereich hier. Genau. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir die Habitatmodelle noch einmal laufen haben lassen für den aktuellen Zeitraum. Und die Ergebnisse sehen Sie in dieser Grafik. Sie sehen hier jeweils in hell die Ergebnisse, die Sie schon kennen für den ersten Zeitraum, und in etwas dunkler daneben für den zweiten Zeitraum.
Und um es ein bisschen übersichtlicher zu machen, genau, wir haben hier nämlich Arten dabei, die haben eine Habitatverschlechterung jetzt über diesen Zeitraum erlebt. Das ist zum Beispiel das große Mausohr oder auch die Fransenfledermaus, wo man doch recht deutlich sieht, dass die Habitateignung sich eben verschlechtert hat. Und andersrum haben wir aber auch Habitatverbesserungen, zum Beispiel bei der Mückenfledermaus, aber auch bei der Mopsfledermaus und der Zweifarbfledermaus, also Fledermausarten, die eben von in halboffenen Standorten oder im offenen Luftraum vorkommen. Jetzt möchte ich nochmal meine Ergebnisse zusammenfassen. Wir haben jetzt beobachtet, dass diese Waldverluste eben auch Potenzial bringen für Arten mit Anpassung an diese halboffenen und offenen Waldlebensräume. Aber im gleichen Maße wirken sich eben auch diese negativ auf Arten mit Anpassung an hohe Holzvorräte aus. Und was wir auch sehen konnten, ist, dass wenig stehendes Totholz in der Fläche vorkam und dann vor allem in Nadelwaldbeständen, wo es aber eben auch nur kurzzeitig eine ökologische Funktion hatte. Und deswegen messen wir doch dem AOT-Konzept eine ziemlich hohe Bedeutung zu. Das AOT-Konzept wird eben langfristig Alt- und Totholz eben auch gerade im Laubwald erhöhen und da eben wichtige Strukturen dann auch bereitstellen. Und dieses wird eben langfristig verfügbar sein. Zudem möchten wir noch herausstellen, dass es einen großen zukünftigen Nutzen wahrscheinlich geben wird für eine temporäre Nutzungsaufgabe von Störungsfläche, von denen eben genau dann Arten des halboffenen Luftraums profitieren könnte. Hier ist auch besonders die Mopsfledermaus zu nennen, die abstehende Borke nutzt als Quartiertyp und da liegt einfach auch noch sehr viel Potenzial drin. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Genau, ich möchte mich auch bedanken für meine Co-Autorinnen und Co-Autoren an der Universität Freiburg, aber auch im BIVAC-Team. Und natürlich einen ganz herzlichen Dank an Veronika Braunisch. Genau, ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, um es Ihnen zu zeigen. Hier ist noch eine Folie mit den wichtigsten Referenzen. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Annalena, für den tollen Einblick in Waldstrukturen, Alt- und Totholzkonzept und auch die Entwicklung der Eignung für Fledermäuse. Im Chat sind jetzt auch schon Fragen auch während des Vortrages aufgetaucht. Nur für Sie als Zuhörende, das Thema Biodiversität ist ja anscheinend wirklich sehr interessant. Mittlerweile sind es 228 Teilnehmende hier am Kolloquium. Also doch sehr erfreulich, diese große Aufmerksamkeit. Vera Leinert fragt, war die Mikrohabitatanzahl vor 10 Jahren mit Beginn des AOT vergleichbar mit der Anzahl der Referenzflächen, die ihr untersucht habt? Hallo, ja, vielen Dank für die Frage. Leider sind diese Daten nicht verfügbar, aber also Josef Grossmann hat bei seiner Studie sehr darauf geachtet, eben vergleichbare Referenzbaumgruppen zu wählen. Aber genau, wie diese Mikrohabitate auf den Habitatbaumgruppen aussahen, vor der Etablierung weiß man natürlich nicht. Genau. Es ist vor allem Indikator dafür, dass diese auch gut ausgewählt wurden von den Försterinnen. Und Mikrohabitate entstehen natürlich nicht ganz schnell, sondern eben auch über die Zeit. Ja. Ich hoffe, das klärt die Frage. Ja, das heißt also, im Grunde sind die richtigen Bäume ausgewählt worden, die entsprechende Strukturen schon wahrscheinlich damals gezeigt haben oder jetzt dann zunehmend zeigen. Und wichtig ist eben, dass sie stehen bleiben, ne, und dann nicht entnommen werden. Und ja, ich denke, das zeigt es auch. Dann kommt eine weitere Frage von Matthias Wenzel. Wenn noch nicht einmal die Bannwälder die Ansprüche von Fledermäusen erfüllen, laut der Referenz von Meschede und Heller, könnte es dann auch sein, dass die Latte von 25 bis 30 Habitatbäumen pro Hektar oder Habitatbaumstrukturen zu hoch liegt, beziehungsweise zu hoch eingeschätzt wurde? Also es richtet sich wahrscheinlich an die Frage, wie wurde dieser Referenzwert hergeleitet? Kannst du da kurz was zu sagen? Ja, es gibt natürlich verschiedene Referenzwerte da und natürlich gelten die jetzt vor allem für die allersensitivsten Waldzielarten. Ne? Also nicht alle Fledermäuse brauchen so hohe, eine so große Anzahl an Mikrohabitaten oder Habitatbäumen.
Und ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen sagen, genau, man hat das N gesehen, es ist jetzt noch keine riesige Anzahl an Stichprobenpunkten in den Bannwäldern. Dazu laufen momentan noch Untersuchungen, da habe ich noch ein bisschen genau Vorbehalt. Ich denke schon, dass diese gerade auch in Bannwäldern sehr leicht erreicht werden sollte. Und diese Daten, die ich jetzt gezeigt habe, die unterschätzen eben auch die Mikrohabitatanzahl, weil nur die 15 größten Bäume kartiert wurden und bis zu 15 tote Bäume und auch kleinere Bäume können natürlich Mikrohabitate tragen. Das heißt, man wird da wahrscheinlich doch rankommen, auch mit einem guten Schutz. Und was wir auch gesehen haben, dass dann doch relativ viele Mikrohabitate verfügbar waren auf diesen Mikrohabitat oder auf den Habitatbäumen. Und das ist, denke ich, auch ein gutes Zeichen. Ja, vielen Dank. Und dann hat David Singer in den Chat auch noch die Referenz für einen weiteren Artikel gestellt zum Habitat Use of Bechsteinbat und Woodpeckers, also Bechsteinfledermaus und Spechten, die die Bedeutung von alten Wäldern oder alten Waldstrukturen in Europa hervorhebt. Die Referenz finden Sie im Chat. Als Super. nächstes hat Armin Winterstein in den Chat geschrieben, das Thema Wasser war auf einer Folie vermerkt. Inwieweit spielt die Wasserverfügbarkeit zum Beispiel im Sinne von Tümpeln eine Rolle bei den Fledermaushabitaten? Habt ihr das untersucht? Danke für die Frage. Wir haben es nicht untersucht. Wir wollten eigentlich nicht, dass Wasser einen großen Einfluss hat, auf unsere Datenaufnahme und so wurde bei den Konfobi-Flächen wurde darauf geachtet, dass da eben keine Wasserkörper in unmittelbarer Nähe verfügbar sind. Wir haben es eben trotzdem auch mit ins Modell genommen, nur um sicherzustellen, dass da vielleicht Variabilität auch von erklärt werden kann in den Habitaten. Und ja, Wasserkörper sind ganz, ganz wichtige Lebensräume für Fledermäuse, also zum Trinken, aber auch für die Jagd. Deswegen, ja, es ist natürlich, sind es ganz wichtige Landschaftselemente. Und es ist zu erwarten, dass auch besonders da man viele Arten nachweisen kann oder dass da die Aktivitäten besonders hoch sind. Aber untersucht haben wir das jetzt im Waldkontext noch nicht. Genau, es geht ja bei uns vor allem um die Bewirtschaftung des Waldes mit der Frage. Danke. Herr Aldinger vom Landesnaturschutzverband fragt, wie lange bleiben Bäume stehen, nachdem sie abgestorben sind? Du hattest hier eine Referenz von 10 bis 14 Jahren. Waren das Daten aus dem Schwarzwald? Danke für die Frage. Das waren Daten aus der Schweiz, genau, aus Schweizer Bergwäldern. Ich habe was gesucht, was irgendwie vergleichbar ist. Genau, Daten aus dem Schwarzwald konnte ich leider nicht finden. Ich weiß aber, dass das hoffentlich bald auch vielleicht im Rahmen der FVA untersucht wird mit den Fernerkundungsdaten über mehrere Perioden. Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wie lange steht denn Totholz, wenn es natürlich dann irgendwann umfallen darf. Ich habe noch andere Studien gesehen, aber genau, das sind dann Studiengebiete, die noch weiter weg sind. Aber ich denke, dass man bei der Fichte schon, also eine Mindestzeit von 15 Jahren, dass das kein unterschätzter Wert wahrscheinlich ist. Genau, da haben wir ja an der FAA auch ein Projekt zu temporären Stilllegungsflächen. Da kommt dann hoffentlich beim nächsten Mal ein Vortrag entsprechend dazu und kann auch diese Frage klären. Herr Aldinger ergänzt noch, ist es richtig, von Waldverlust zu sprechen, also das Wording, wenn lediglich damit gemeint ist, dass ältere Waldbestände absterben und natürlich danach in der Regel wieder Wald kommt? Danke für die Kritik. Ich denke, da werden wir nochmal nachdenken, ob das wirklich das richtige Wording ist. Genau. Wir wollten schon eben diese Flächen damit identifizieren, die stark abgenommen haben in der Baumhöhe. Genau, und das war dann sozusagen die einfachste Art und Weise, dieses festzustellen. Also es sind wahrscheinlich schon viele Störungsflächen, die man eben so nennen würde, die wir damit auch dann erfasst haben. Genau, also temporärer im Grunde Bestockungsverlust an Altstrukturen. Marvin Schneider fragt, inwieweit schätzen Sie den Verlust an Insekten im Wald, also zum Beispiel Studie von Seibold et al., als Störfaktor ein für Fledermäuse? Ja, es ist natürlich ganz wichtig, dass Insekten verfügbar sind.
Und es ist auch Forschungsschwerpunkt teilweise an meiner Arbeit. Es gibt aber noch keine schlussendlichen Ergebnisse, die vorliegen. Es ist wahrscheinlich schon so, dass durch viele Faktoren eben auch Insektendichten reduziert sind. Was ich so ein bisschen allgemein bei der Literaturrecherche feststellen konnte, dass oft Insekten da sind, nämlich im dichten Bereich, während Fledermäuse dann diese Bereiche gar nicht bejagen können. Das heißt, es ist eben wahrscheinlich auch ganz wichtig, da irgendwie eine strukturelle Vielfalt zu haben, sowohl dichte Bereiche zu haben, aber dann auch, dass Fledermäuse wieder offene haben, die da an diese angrenzen, sodass sie dann diese doch bejagen können und diese erreichbar sind. Ne? Also einfach, dass alle möglichen Waldformen vertreten sind. Und natürlich ist es auch so, dass momentan offene Wälder sehr wenig vorhanden sind, gerade auch in den tieferen Bereichen, in Laubwäldern, kommt einfach relativ wenig Licht rein und Licht fördert ja auch Insekten auf eine andere Art und Weise oder andere Insekten. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, wirklich das Waldmanagement, so wie es ja auch angestrebt wird, breit aufzustellen. Als nächste Frage von Christian Hees vom RP Freiburg. Warum wurden mehr stehende Nadel anstatt Laubtotholzbäume auf der Fläche erfasst? Lag es an der Struktur der ausgewählten Untersuchungsflächen? Danke für die Frage. Genau, dieses stehende Totholz, das wurde ja fernerkundlich erkannt, genau mit Hilfe von spektralen Werten, aber auch der Höheninformationen wurden die klassifiziert. Und die Methode ist schon speziell mit Nadelholzbäumen trainiert worden, ist also wahrscheinlich nicht im gleichen Maße nutzbar für Laubbäume, wobei sich auch das momentan nochmal angeschaut wird. Genau, und das evaluiert wird. Und was ich jetzt so gehört habe, funktioniert die Methode für Laubholz wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Aber ich denke auch, dass, ja, dass das dem entspricht, was wir draußen sehen. Wir haben einfach wahnsinnig viele tote Fichten momentan und die Buche ist zwar trocken gestresst und zeigt Zeichen dafür, dass sie bald ausfallen könnte, aber es ist doch einfach noch viel weniger Fläche, auf den tote Laubbäume stehen. Und dann als weitere Frage, was bedeutet offener Wald? Entspricht das den Kriterien der lichten Wälder laut Gesamtkonzeption Wald-Naturschutz? Danke für die Frage. Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Ich glaube, die Fernerkundung hat da ihre eigene Definition benutzt. Und genau, ich schicke gerne nochmal die Definition anschließend in den Chat. Ich bin da einfach gerade nicht ganz fest. Genau, und dann haben wir noch eine Frage zur Bechsteinfledermaus. Vera Leinert fragt, warum gab es keine Aussagen zur Bechsteinfledermaus, der klassischen Waldart? Wegen der Methodik, die rein auf Akustik basierte? Ja, genau. Also die Bechsteinfledermaus ist schon auch sehr schwer akustisch zu bestimmen. Und genau, da war, also und wir haben gerade Probleme, das auch im Wald zu tun. Also im Wald werden die Fledermausrufe alle noch mal ein bisschen schwerer zu identifizieren und deswegen haben wir darauf verzichtet, diese Art auszuwerten. Das ist sehr schade. Das wäre natürlich richtig toll, da Daten zu haben.